Willkommen zum Vortrag Smart Cities. Das Thema behandle ich aus der Perspektive eines langjährigen Energiewirtschaftlers. Das ist meine Hauptbeschäftigung, The Advisory House, meine Firma in Zug, Düsseldorf und Wien berät mit ca. 30 Leuten große und mittelgroße Energieversorger in den deutschsprachigen Ländern. In dem Rahmen haben wir auch mehrere Mandate zum Thema Smart Cities gehabt. Ich gehe heute vor allem darauf ein, auf die Frage, ist eine Smart City ein Konzept, was die Freiheit befördert oder der Freiheit schadet? Und die Antwort wird relativ einfach sein am Ende des Tages. Was ist eine Smart City? Es gibt unterschiedliche Definitionen. In der Literatur finden sich im Wesentlichen so drei Definitionscluster. Man kann da einen Fokus auf Technologie, Digitalisierung, Megatrends legen. Also eine Smart City fasst in dem Fall dann technologiebasierte Veränderungen und Innovationen in urbanen Räumen zusammen, macht digitale Technologien nutzbar und betreibt möglicherweise auch selber Innovationen, die zum besseren, nachhaltigeren Leben in der Stadt beitragen. Share Economy als ein Stichwort. Fokus Lebensqualität. Ja, eine Smart City ist ein entwickeltes Stadtgebiet, das den Bewohnern hohe Lebensqualität bietet. Und das zum Beispiel über spezielle Konzepte in den Bereichen Wirtschaft, Mobilität, Umwelt und so weiter und so fort. Oder sie fokussiert auf spezifische Geschäftsfelder. Ja, dann haben wir typischerweise in so einer Smart City die Säulen Energie, Umwelt, Mobilität, Transport, Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Forschung, Wohnen und Arbeiten, Kommunikation, Verwaltung und Soziales. Und von dieser Definition ausgehend komme ich jetzt relativ schnell auf die Fragestellung, ist eine Smart City gut oder schlecht aus unserer Sicht? Und zwei Beispiele hier von dem, was es heute schon gibt oder im Aufbau ist. Wir hatten auch in dem Vortrag vom Elias Kretschi am Anfang ähnliche Beispiele. Die Amsterdam Smart City ist nicht mehr neu. Die wurde vor, ich glaube, so 20 Jahren ungefähr eingeführt. Basis, ja, auf der Produktebene ist das Smart Grid, also letztendlich ein Energie-, ein Stromnetz mit Zählern, Stromzählern, die real-time den Verbrauch messen. Und da haben wir natürlich schon ein Element der Zentralisierung. Ja, der Grid-Betreiber ist letztendlich staatlich sogar, und hat also dort die Hoheit über die Daten. Die Bürger können von ihrem eigenen Zähler natürlich auch die Daten bekommen, aber nicht von allen anderen. Das wird dann manchmal gnädigerweise über Open Data zur Verfügung gestellt, Big and Open Data etc. Aber das Eigentum ist dort beim Staat über die Daten auf erster Ebene. Ja, dann gibt es halt immer, das wird alles so fancy aufgesetzt. Für mich eigentlich so ein Smart City, wenn man so will, ist so ein bisschen der Versuch der Regierungskaste, auf diesen Digitalisierungszug aufzuspringen. Ja, das ist so ein bisschen wie mit der Fernsehtechnologie im 20. Jahrhundert. Da haben halt irgendwelche Leute, Herr Braun oder andere, haben eine neue Technologie erfunden, die Leuten nutzbar gemacht. Und dann springen halt irgendwann die Politiker drauf und nutzen das für sich. Ja, das ist einfach eine Methodik, ein Instrument, was man für die eine oder andere Seite benutzen kann. Und NEOM haben wir heute Morgen schon was drüber gehört. Da sind auch Bekannte von mir, von der E.ON hingegangen, eine ganze Abteilung macht da jetzt die Energiewirtschaft. Der Klaus Kleinfeld, der ehemalige CEO von Siemens, ist eigentlich der Projektprogrammleiter von NEOM gesamthaft, ja, für den MBS, für den Mohammed bin Salman heißt er, glaube ich, den nachrückenden Machthaber Saudi-Arabiens. Ja, und die machen da halt Brave New World, das haben wir heute Morgen schon gehört. Und wenn das jetzt entlang dieser acht Säulen mal ein bisschen analysiert, was da so passiert, dann sehen wir, dass diese verschiedensten Technologien entweder direkt im Staatseigentum unter staatlicher Kontrolle oder getrieben durch staatliche Interventionen, Subventionen oder Regulierungen vonstatten gehen, sei es Smart Lightning, ja, irgendwelche Lampen, die erkennen, wann wer vorbeigeht und erst dann anschalten, um Energie zu sparen. Muss ich eigentlich auch nicht smart nennen, habe ich einfach einen Bewegungsmelder. Ja. Dezentrale Produktion, Quartier- oder haushaltsseitige Energie, also Stromspeicher im Wesentlichen, grüne Gebäude,
Auf der Energie- und Umweltseite, auf der Innovationsseite mache ich irgendwelche Fashion Hubs, ja, versuche nachzubauen, was einigermaßen organisch damals im Silicon Valley entstanden ist. Das sind ja eigentlich alles Abklatsche davon. Baue halt ganz viele Sensoren irgendwo in die Landschaft und vernetze die mit dem Internet. Das ist dann das Internet of Things und solche Sensoren können natürlich wirklich sehr viel Wert schöpfen. Predictive Maintenance ist ein Anwendungsbeispiel, wo ich halt bei größeren Maschinen frühzeitig Abnutzungserscheinungen feststelle. Aber klar kann ich da auch Überwachungskameras installieren, das Internet of Things nennen. Smart Meters, hatten wir schon drüber gesprochen. Self-Tracking Sharing Economy, dann irgendwo Verknüpfung staatlicher Forschung mit staatlich subventionierter Innovation. Die Verwaltung kann sich ein bisschen fescher aufstellen, besser vermarkten und so weiter und so fort. Ich kann genau dieselben Technologien nehmen und die auch in einer freiheitlichen Smart City einsetzen. Ja? Dann habe ich halt andere Eigentümer. Ich habe jetzt hier mal so exemplarisch gesagt, vielleicht gibt es da einen Free-City-Betreiber. Der hat dann vielleicht auch sowas wie Kerninfrastruktur noch unter sich. Vielleicht ist das aber auch schon privat. Dann wäre auch hier so smarte Signalisation, Ampeln, die vielleicht in der Nacht dann auch mal schneller auf grün schalten oder solche großartigen Innovationen. ja, genau. Also vielleicht ganz kurzer Exkurs, ja. Ich bin total optimistisch, was die Zukunft angeht. Das sind die Leute, die den Berliner Flughafen versucht haben zu bauen, die uns jetzt, ja, die uns schon seit Jahrzehnten regieren und das, die Substanz jetzt so weit erodiert haben durch ihre Verbotsorgien, dass wir jetzt halt wirklich in großem Rahmen in diesem Winter die Auswirkungen sehen werden. Ja, aber ansonsten kann ich natürlich auch unabhängige Unternehmen oder private Eigentümer so Sachen machen lassen und dann ist das eigentlich teilweise auch ganz schlau und wird auch ganz organisch von selbst entstehen. Sharing Economy ist eine schöne Sache, wenn ich nur noch zu dritt ein Auto brauche und nicht jeder ein einzelnes Auto braucht. Ja? Wenn ich das aber ein einzelnes Auto haben will, soll ich das natürlich weiterhin dürfen. Ganz, wie soll ich sagen, das ist so trivial. Ja? Menschen sind schlau genug, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen, auf jeden Fall besser als die Bedürfnisse von anderen Menschen. Und sie sind auch schlau genug, dann auf freiwilliger Basis miteinander in Aktion zu treten, neue Technologien zu nutzen. Und alles, was in so einer Smart City drinsteckt, kann man, das ist nicht bedrohlich, das kann man auch gut nutzen. Es gibt natürlich so diese Geschichte mit den Überwachungstechnologien, ja, da müsste man ein bisschen schlauer vorgehen, wenn ich sowas zulasse, wenn ich sowas haben will im öffentlichen Raum, also in dem Raum, den der Betreiber dann betreibt möglicherweise oder ein Straßenbetreiber, Straßenbauunternehmer, da habe ich dann natürlich Daten über den öffentlichen Raum, Video, Sounddaten, was auch immer. Gut, jetzt ist nur ein Gedanke, wie man das Problem aus freiheitlicher Sicht lösen könnte. Ich kann das auf eine Blockchain setzen, verschlüsseln und nur denjenigen Leuten zugänglich machen, die halt beweisen können, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt an dem Ort dann waren und dann nachweisen können, wer ihnen die Handtasche geklaut hat. Wäre mal so ein Ansatz. Ich kann es aber auch ganz bleiben lassen. Wichtig ist einfach am Ende des Tages, ich brauche irgendwo gleich lange Spieße. Ja? Ich habe nicht eine Partei, eine Institution, die etwas darf, was alle anderen nicht dürfen, zum Beispiel Steuern eintreiben, sondern ich habe Vertragsbasis und die Verträge werden in aller Regel eingehalten. Und dann habe ich nämlich erkannt, dass die Dimension Technologie völlig unabhängig ist von der Dimension Freiheit, Dezentralität, Fairness, Wohlstand. Ja. Ich habe meistens jetzt so ein bisschen plakativ da ein paar Beispiele eingemalt. Es gibt Räume oder Orte, strukturschwache Regionen, jetzt auch in Deutschland zum Beispiel, die auf der Dimension Technologie wahrscheinlich eher traditionell unterwegs sind und noch nicht besonders freiheitlich. Dann gibt es auch so einen Liechtenstein, das ist vielleicht schon ein bisschen moderner, weil auch sehr reich. Und relativ liberal organisiert, sogar mit Sezessionsrecht auf Gemeindeebene. Dann die Smart City Amsterdam habe ich mal hier hingesetzt, NEOM, was von einem doch, sage ich mal, ja, einem Königshaus installiert wird, top-down, komplett top-down. Ja. Amsterdam war eher noch so ein bisschen, wir haben mal auch unsere Unternehmer lokal gefragt, was die denn gerne hätten. NEOM, das ist MBS mit Klaus Kleinfeld zusammen am großen Reißbrett und überlegt sich, wie er sich gut vermarktet. Das ist dann schon, denke ich, aus meiner Sicht recht nah an einer Dystopie. Genau. Und da ist eine super Nische rechts oben, glaube ich, eine City zu bauen oder auch eine Gemeinde vielleicht ein bisschen umzugestalten in der Schweiz oder die das eben freiheitlich aufsetzt. Und so ist das halt. Es gibt diesen Ansatz, Technologie hat immer, ist ein zweischneidiges Schwert, oder? Ich kann es für gute, für schlechte Sachen verwenden, Dual-Use-Konzept. Und so ist das hier, glaube ich, auch.
was ich aber auch wie Ilias sehe, wenn ich gar nicht mitmache, dann mache ich mich möglicherweise auch künstlich schwach wie die Amish. Ja? Dann komme ich halt und irgendwann gibt es halt einen Gunfight und ich komme dann mit dem Messer oder mit dem Hammer hin und habe keine Chance, weil die anderen halt bessere Technologie haben. Und das wäre natürlich dann nicht so schön. Ja, das ist nochmal die kurze Konklusio dazu. Don't bring a knife to a gunfight. Eine Smart City mit hoher Innovationskraft im Sinne Freiheit fehlt noch, kann einen interessanten Business Case für Investoren darstellen. Ja, genau. Na und grundsätzlich, glaube ich, haben wir auch schon von diesen neuen Technologien freiheitlich ganz, ganz viele Früchte geerntet in den 90er, Nuller, 10er Jahren. Das ganze Internet hat, glaube ich, vielen Leuten völlig neue gedankliche Kanäle eröffnet oder gedankliche Oasen näher gebracht. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die freiheitliche Bewegung so schnell gewachsen wäre ohne das in den letzten 20, 30 Jahren in Europa. Und ja, jetzt haben wir halt eine Gegenbewegung gerade, die versucht, da über zentralisierte Entscheidungen, Zensur darüber einzuführen und so weiter, aber die tun sich schwer und ich glaube, das ist nur richtig, wenn man da an der Front bleibt und guckt, was technologisch alles möglich ist. Verschlüsselungstechnologie ist natürlich jetzt seit vielen Jahren, seit 2009 auch ganz gut im Vormarsch und da gibt es sicherlich auch neue Sachen. Soweit mein offizieller Vortrag. Jetzt sind wir hier eine so kleine Gruppe, dass wir noch ganz viel Zeit für Fragen haben oder auch dann für eine Diskussion rund um, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, das ist auch, was Titus angeregt hatte vorhin, vielleicht wir irgendwie mal überlegen, was können wir in der Schweiz machen oder in Europa sonst, etc. Aber gerne auch erstmal Fragen noch dazu. Bei diesem Neon-Projekt, was Herr Gebel auch schon vorgestellt hatte, wer soll denn da dann hinziehen? Leute aus Saudi-Arabien selber und andere. Es ist relativ offen. Die Idee ist halt, dass dort so günstige Rahmenbedingungen sind, auch sehr niedrige Steuern, gefördert natürlich durch einen Staat, der primär von fossilen Rohstoffen, also von Öl und Gas lebt, können die dort halt vielleicht auch Nullsteuern machen, wie es ja auch in Dubai zum Beispiel der Fall ist und sowas. Und ziehen da schon Leute hin, das glaube ich schon. Ob es so viele sein werden. Aber auch da wieder, Berliner Flughafen, hey, die wollten, ihr habt gesagt, bis 2030, die wollten ursprünglich bis 2023 fertig sein, also in 3-4 Monaten. Die sind dabei, irgendwie Baustelle einzurichten. Ja. Und das wird auch schon eben, sind dabei, so das vorzubereiten. Jetzt. Ja. Soll eher so Dubai-artig ganze Welt anziehen. Und es ist aber x-mal auch wieder geändert worden. Also am Anfang hieß es, da gehen auch die ganzen Scharia-Regeln nicht. Ja. Und dann sind sie da jetzt wieder umgekippt. Ja, also das ändert sich so alle ein, zwei Jahre mal, wie mir also Leute, die Erfahrung hatten im Arabischen. Genau. Das ist typisch, da wird nichts länger als ein Jahr durchgehalten und am Ende kommt irgendwas da raus. Aber es wird tatsächlich dort schon gebaut und die haben natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Aber die Grundidee ist, haben diese Leute alle nicht verstanden, dass sie im Grunde so Top-Down-Modelle anbieten, wie diese The Line, was wir gesehen haben. Ja? Die 9 Millionen Leute sollen da sozusagen eingepfercht in so einem Ding leben und dann glücklich sein. Man wird sehen, ob das so angenommen wird. Aber da steht eine kleine Freiheitsidee dahinter, die ist, wir wollen von Saudi-Arabien abweichende Freiheitsregeln haben. Das schon, ja. Und da müssen die Frauen auch kein Kopftuch tragen. Ich glaube, dabei sind sie auch geblieben. Also das ist immerhin. Ja? Also, aber es ist, zeigt natürlich schon, dass es geht in eine Richtung, die für uns gut genau ist. Ja, mehr Vielfalt, Wettbewerb der Systeme und so weiter. Und da wird irgendwann auch mal jemand kommen, wie Marco das als Business-Idee aufnimmt, Freiheit den Leuten zu bieten. Eben Schutz von Dauerüberwachung, Schutz von, ich erfasse alle deine Daten. Ich meine, die Leute finden es ja toll, wenn sie alle ihre Daten abgeben und dann gesagt kriegen, du darfst jetzt so und so viel Blatt Klopapier benutzen. Ja, wobei auch da Real-Life-Check, diese ganzen Smart Cities, und wir haben da, wie gesagt, auch 2-3 Konzepte für Stadtwerke direkt in der Umsetzung mitbegleitet. Die scheitern dann relativ schnell daran, wenn es um die Datenhoheit geht. Das müssen sie sich vertraglich Ablege segnen lassen, dass so ein Smart Meter dann in Public Data Hub irgendwo Daten reinfüttert. Das machen wenige Leute. Natürlich versuchen sie es dann über Nudging und nur eine Opt-out und so weiter, aber dann gibt es auch wieder Anwaltsgruppen, also Leute, die sich zusammenschließen und einen Anwalt dazu holen und sowas. Also das ist schwierig, datenschutzseitig.
Und die DGVO, da haben sie sich dann auch in die Richtung eher wieder was in den Weg gelegt. Die Datenschutzgrundverordnung in Europa macht das eher noch schwieriger. Ja, ja, Bürokratiemonster, aber macht es auch schwieriger, sowas umzusetzen. Das ist ein riesen Aufwasch, den dann die Stadtwerke oder wer auch immer dafür betreiben müssen, um irgendwie nur die einfachsten Stromverbrauchsdaten zu bekommen und nutzen zu dürfen. Aber wenn ich da vielleicht dann nochmal einhaken darf in dem Punkt Überwachungstechnologien, ja? Mhm. Wie will ich denn dann sicherstellen, dass das nicht missbraucht wird? Ja. Ja? Also ich hatte neulich war ein Abiturkollege von meinem Mann da, der in Shanghai lebt aktuell, der hat sich nach 2 Jahren und 8 Monaten mal wieder rausgeschafft aus China, und was der berichtet hat, wie es dort tut mit diesem Kopfpass, das ist absolut beängstigend. Klar. Das ist so freiheitseinschränkend, also ich würde da niemals leben wollen. Also wenn man das so digitalisiert hat, wie soll das dann funktionieren, dass nicht irgendwann doch das missbraucht wird und ich damit eingeschränkt. Eine Antwort hast du vielleicht schon explizit selber gegeben, die Leute wollen das nicht und dann muss ich nachher irgendwie noch die DDR machen, riesen Freiraum, Freiluftgefängnis, damit die Leute überhaupt da bleiben und nicht mit den Füßen abstimmen, das ist das eine. Das andere ist, die Technologie selbst ist, glaube ich, weniger das Problem. Eine Überwachungskamera, also Kameras, Überwachungskamera ist eine Kamera, die ich zur Überwachung einsetze, ist eigentlich eine Kamera, die haben wir halt überall, jeder trägt das freiwillig mit sich rum, weil er glaubt, das einigermaßen zu beherrschen. Über Lineage Operating System oder wie auch immer, haben wahrscheinlich die wenigsten, aber die Kamera, wenn die einem privaten Menschen gehört und damit sein privates Grundstück überwacht, ist, glaube ich, für uns auch nicht so ein Riesenproblem. Ich habe auch eine Alarmanlage in unserem Haus mit einer Kamera, die angeht, wenn das Ding halt denkt, dass da jemand ist, der da nicht sein soll. Von der fühle ich mich nicht, bedroht. Das Problem ist, wenn ich sowas öffentliches Eigentum habe, was halt irgendwie aus der Geschichte herrührt und dort dann lauter Sachen mache und die Leute aber keine alternativen Möglichkeiten haben, zum Beispiel, weil es halt nur staatliche Straßen gibt, kann ich mich von A nach B nur über eine staatliche Straße bewegen und werde dann dort gefilmt. Dann entsteht das Problem, oder? Und in der freien Stadt, nach Titus oder nach dem Konzept der Free Cities, Free Private Cities, würde das Problem ja schon mal wegfallen. Also normalerweise wäre dann auch der Infrastrukturbetreiber nicht nur einer, sondern mehrere. Ja? Und dann kann ich halt da einen Wettbewerb haben und die Leute stimmen dann eben auch wieder mit den Füßen oder mit ihren Geldbeuteln darüber ab, wie stark sie überwacht werden. Es kann natürlich sein, dass es Bevölkerung oder auch Städte gibt, wo die Leute eben sehr hohes Sicherheitsbedürfnis gegenüber Dieben haben und ein ganz geringes Sicherheitsbedürfnis gegenüber zentralen Machtstrukturen. Ja? Und dann machen die es halt auf eine andere Art und Weise. Aber ich glaube, wenn man einfach mal diese Kern, ich sage ja immer, das ist hier so mein Framework, ne? Wenn man mal diesen Kernwiderspruch aufgelöst hat, man versucht eigentlich über den Staat, wenn man jetzt mal wohlwollend ist, versucht man irgendwie so einseitige Zerstörung oder Diebstahl, Raub oder eben auch Erpressung auszuschalten und eigentlich nur freiwillige Handlungen auf Basis gegenseitiger Zustimmung zuzulassen, aber das enforce ich, das setze ich oder dann dadurch durch, dass ich eigentlich im Kern diesen Elefanten baue, nämlich diesen kratisch basierten Staat, der sich einseitig dann halt bedienen darf der Ressourcen seiner Menschen und darüber dann versucht, irgendwie vielleicht ein paar gute Sachen zu tun, aber da steckt halt der Systemwiderspruch drin. Das haben auch ein John Locke damals und so, die eigentlich sich gute Gedanken gemacht haben, glaube ich, falsch gesehen. Ja? Dass wenn ich Menschen friedlich leben lassen will, dann darf ich nicht anfangen, dass zu untermauern durch jemand, der sich eigentlich an diese Grundregel, an diese grundgoldene Regel nicht hält. Ja, der Staat hält sich nicht an die goldene Regel. Ganz einfach. Und das ist aber möglich. Ja, ich kann zusammenleben ausschließlich auf Basis von goldenen Regeln. Natürlich heißt das nicht, dass die Menschen nicht immer diesen Optionenraum haben, sich zu entscheiden. Es kann wieder welche geben, die versuchen, was zu klauen, zu erpressen oder einfach nur kaputt zu machen bei anderen. Ich glaube aber eben, ich glaube, da ein bisschen an das gute Menschen. Im Summe ist das der geringere Teil der Bevölkerung. Auf jeden Fall wird es besser, als es jetzt ist, wo ich den Bock zum Gärtner gemacht habe. Ne? Ja. In dieser Übersicht einer Utopie und Dystopie fehlt mir so ein bisschen das Thema Technologie in Form von Geld, also Geld als Technologie. Würde ich gerne noch ergänzen, weil aus meiner Sicht die Eigenschaft, ob der territoriale Gewaltmonopolist das Geldmonopol innehat oder manipulieren kann, ein entscheidender Faktor, ob es eine Verzerrung gibt oder nicht. Ganz wichtig. In der Utopie haben wir natürlich auch die Möglichkeit, sage ich mal, Gewaltmonopolist zu trennen vom Geldsystem, wie wir es zum Beispiel jetzt bei Bitcoin oder beim Thema Kryptowährung versuchen.
Da hätten wir, glaube ich, schon einen Großteil gelöst. Wenn ein Extremszenario entstehen kann und der Betreiber oder der Nationalstaat hat die Möglichkeit, das Geldsystem so manipulieren, dass es eben nützt, dann nützt er die Krise, um davon zu profitieren. Ja. Und ich glaube, in der Utopie ist es so, dass jeder sich den Wettbewerb stellen muss und dann auch Worst Case dann auch insolvent. Richtig, ich habe mich ein bisschen entschuldigt, dass ich es weggelassen habe. Das ist dieses Acht-Säulen-Modell von der Smart City. Ist tatsächlich so, ich habe noch keine Smart City gesehen, die jetzt Verschlüsselungstechnologien fürs Geldsystem befürwortet. Die sind ja auch alle so zentralistisch aufgesetzt. Für unsere Utopie völlig richtig. Ja, habe ich jetzt deswegen auch nur solche Technologiebeispiele hier genannt. Ich habe immerhin schon mal hier auch Verschlüsselungstechnologie für öffentliche Daten angetönt. Ja, ganz richtig. Ich meine, das ist ja auch, warum muss jemand, der eigentlich dafür da ist, Menschen von Diebstahl und Mord und sowas abzuhalten, warum muss der bestimmen, welche Tauschmittel die Menschen verwenden? Das ist völliger Quatsch, oder? Die Leute sollen das selber entscheiden können und ich bin auch überzeugt davon, dann entscheiden sie sich. Ich, meine Meinung ist wahrscheinlich für eine Mischung aus verschlüsselter Digitalwährung plus auch noch ein paar physische Währungen, so als Werterhaltung für Notfälle. Wenn Strom zusammenbricht, da sind wir jetzt, wird jetzt aktueller, dann funktioniert Bitcoin nicht ganz so gut wie Gold. Und deswegen denke ich, kann das dann so ein zweigleisiges System zum Beispiel sein. Ja, klar, gehört dazu, zur Utopie. Hier wirklich nur fokussiert jetzt sozusagen auf diese Smart City Technologien, aber was so in so einer Utopie sonst noch alles drin sein kann, ist ja im Ökosystem rund um Charter Cities, Free Private Cities und so schon einiges diskutiert. Wahrscheinlich auch noch ganz tolle Ideen außerhalb dieses Ökosystems. Das wird ja inflationär verwendet und die Frage ist ja, was soll man damit bezwecken? Und im Endeffekt ist es eine Ressourcenzuteilung, wie ihr Menschen wisst, und das ist eben auch der Preismechanismus, deswegen ist Geld als Technologie entscheidend, kann ich sagen, das ist meine Richtung. Genau. Also meine Beobachtung bei diesem ganzen Smart City Hype ist, dass das so eher so Top-Down-Planer sind, ja, die sagen, ich weiß, was gut für euch Menschen ist, ihr müsst weniger verbrauchen, ja, darum geht es ja immer, es ist ja in sich eine menschenfeindliche Einstellung, es ist ja immer ja, weniger verbrauchen, sparsam sein und damit das gelingt, müsst ihr mir alle Daten geben und wir steuern das dann die überlegenen weisen Führer, sogar die künstliche Energie, die künstliche Intelligenz, ja, die steuert es dann zum Wohle aller. Das ist eigentlich so eine kommunistische Vorstellung. Ja. Und von daher werden das ist natürlich jetzt ein Trend, aber von daher werden diese Modelle auch scheitern, bin ich ziemlich sicher. Und Mark Felix hat es ja erzählt, wusste das noch nicht, dass das dann Leute wirklich dagegen aufbegehren, dass sie ihre Daten abgeben müssen. Wir würden das ja auch alle, ja. Aber es gibt scheinbar eben auch noch andere, die damit nicht einverstanden sind. Und damit ist das natürlich dann gescheitert, das Projekt. Deshalb versucht man jetzt neue, wie Neon. Also jeder, der kommt, muss quasi unterschreiben, dass er da alles abtritt. Da glaube ich auch, dass die Attraktivität da begrenzt ist. Also wir machen ja ein explizites Gegenmodell. Wir sagen ja, es gibt ja auf der Free Cities Webseite ja auch, was ist der Unterschied Free City und Smart City? Oder Free Private City und Smart City ist ganz klar. Eine Free Private City kann Smart City sein, muss aber nicht. Aber eine Smart City allein reicht nicht, ist keine Free City. Und wir sagen, wir garantieren den Leuten Schutz vor Überwachung und so weiter. Und dann glaube ich, dass das ein attraktiveres Angebot ist. Aber so weit ist der Markt noch nicht. Aber wir müssen jetzt erstmal über diesen Hype hinwegkommen. Und ich weiß gar nicht mal, gibt es schon wirklich Smart Cities, in denen, dass man wirklich sagen kann, da wird sehr viel schon tatsächlich über künstliche Intelligenz gesteuert oder kanalisiert. Man kann natürlich Nein, das sind einfach alles so Hype-Begriffe, genau, ja, smart. Warum wird der Begriff gewählt? Wahrscheinlich, weil er positiv belegt ist und die Leute sich smart fühlen, wenn sie dann smart sagen. Aber ja, viel mehr ist ja nicht dahinter. Die haben ja alle diese Technologien gar nicht erfunden. Ja, die gucken halt, richtig wie Titus sagt, die haben irgendwelche Nachhaltigkeitsziele in Paris unterschrieben oder sowas und gucken dann, wie man da hinkommen kann, top-down. Ja, Amsterdam war lange Zeit in Europa so ein bisschen, auch Kopenhagen, glaube ich, hat ein paar Sachen gemacht, war so ein bisschen das Vorzeigemodell in den Nullerjahren. Wir haben damals
Hamburger Hafen City wurde ja neu gebaut, die alte Speicherstadt wurde umgebaut und da auch irgendwie Wasserstofftankstellen und große ACDC, also große Batterien und sowas hingestellt, einfach so Showcases für neue Technologien und dort dann auch mit freiwilliger Nutzung, auch in Amsterdam, muss ich nicht zwangsläufig irgendwie meine Daten alle abgeben, aber es wird so ein bisschen in die Richtung, wie heißt das, genatscht oder wurde. Ja, und das ist jetzt halt das, was es ist. Vieles, was damals neu war, ist heute so selbstverständlich. Zum Beispiel, dass ich eine App habe, auf der die Parkplätze angezeigt werden oder sowas. Ja. Das ist, wie soll ich sagen, ganz einfache Sachen teilweise, die ja auch tatsächlich Sinn machen können, ja, wo ich einfach Technologien nutze, um den Leuten das Leben einfacher zu machen. Ja, aber dafür brauche ich nicht irgendwie ein Stadtwerk oder eine Stadt oder jede Menge Steuergelder, um das zu machen. Das kommt von selber. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Liechtenstein als Best Practice Beispiel hernehmen, an welcher Stelle Schrauben müsste am meisten gedreht werden, damit wir weiter Richtung Utopie kommen, beziehungsweise welche Pfeiler wirklich neu etabliert werden müssten? Ja, ja, genau. Das ist genau. Glaube ich, so, also weiß ich nicht, Titus, vielleicht willst du auch noch was sagen, aber ich glaube, dass wir uns jetzt überlegen, wie man Fehler vermeidet und so, ist zu viel. Ich glaube, du brauchst einfach eine Anzahl von unterschiedlichen Einheiten, von verschiedenen Cities, die mit richtigen vitalen Wettbewerb miteinander stehen. Ja, so 10, 20 vielleicht mindestens. Und wenn dann eine schlechter wird, dann ziehen die Leute in die bessere. Zumindest ja, die Leute, die einigermaßen mobil sind. Das ist natürlich die Frage, wie hoch sind meine Switching-Kosten, also meine Kosten für den Anbieterwechsel von Regierung sozusagen, von freiheitlicher Regierung. Das hängt von meinem Geschäftsmodell ab. Für die digitalen Nomaden sind die Kosten heute schon so gering, dass die das halt machen und ständig ja, die Jurisdiktionen wechseln, um Steuern zu vermeiden. Für andere Leute, Bauern oder sowas, wird das sehr viel schwieriger sein, das ist klar. Aber wir haben generell immer mehr Leute, die relativ leicht umziehen können. Wenn du dann genug Instanzen hast, ja, das wäre meine Hoffnung, dann auch wenn dann einer korrupt wird und meinetwegen mit dem extraterritorialen Gericht sich personell vernetzt oder finanziell vernetzt und das Gericht korrupt wird und nur noch im Sinne des Betreibers entscheidet, auch wenn der gar nicht recht hat, dann ziehen die Leute halt weg, ne? Und zumindest einige, die wichtig sind, und dann bricht das Ding hoffentlich zusammen. Ja, zum Thema Liechtenstein. Ich habe gerade mit dem Fürsten selbst diskutiert über seine Verfassung, die ja tatsächlich die innovativste der Welt ist, ja? Also von einem herkömmlichen System. Weil sie eben so ein mehrgliedriges System hat. Da gibt es eben den Fürsten, da gibt es die Gemeinde, da gibt es das Volk und das Parlament. Also es gibt mehr Checks in der ganzen Zeit als woanders. Und jede Gemeinde hat theoretisch ein Sezessionsrecht, wenn wir das ganze Ding missfällt, und die Bürger können auch die Monarchie abschaffen. Das steht also alles in der Verfassung. Das ist alles schon sehr gut durchdacht. Was mein Hauptkritikpunkt war, den er auch anerkannt hat, er hat gesagt, da gibt es aber so einen Grundsatz in der Verfassung, dass irgendwie Umweltschutz irgendwie Staatsziel ist, ja, und damit kannst du alles machen. Mhm. Ja? Also alles. Weil alles, was wir tun, atmen, gehen, hat ja irgendeine Umweltauswirkung. Und von daher ist meine, auch wenn man so ein bisschen Liechtenstein Politik verfolgt, ist meine Beobachtung, das geht genau den gleichen Weg wie die anderen Staaten. Es wird immer zentralistischer, es wird immer mehr reguliert und es wird immer mehr den Zeitgeist hierher gehechelt. Und um Liechtenstein da rauszubringen, müssen sie tatsächlich auf Gemeindeebene mehr Wettbewerb zulassen. Aber da müssten natürlich auch auf Gemeindeebene mal Leute bereit sein, das zu machen. Und das sehe ich nicht. Ja? Weil ich meine, Liechtenstein ist ein funktionierendes Gemeinwesen. Das ist ein erfolgreicher Kleinstaat. Es hat mit dem höchsten GDP, es hat keine Schulden. Also das ist schwierig, in solchen Ländern Veränderungen herbeizuführen, weil einfach die Leute sagen, never change a winning team, uns geht es gut, warum soll ich das riskieren durch ein neues Modell? Aber natürlich, wenn Liechtenstein zum Beispiel eine neue Gemeinde schaffen würde und die hätte zumindest Elemente in der freien Privatstadt, könnte ich mir vorstellen, dass da ein belebendes Element kommt und andere Gemeinden dann sagen, wir übernehmen bei den einen oder anderen Teil von diesen Ideen. Und dann kommt so ein Wettbewerb zwischen den Gemeinden in Gang, der dann auch Liechtenstein in die nächste Stufe hüpfen würde. Aber ehrlich gesagt, wir haben es ja hier in der Schweiz schon gesehen, die Bereitschaft, solche neuen Modelle sich darauf einzusetzen, ist nicht da, ist leider nicht da, bei den vermeintlich verbündeten politischen Kräften.
Darf ich da nochmal nachfragen? Also okay, Liechtenstein hat auch eine Verfassung, aber die Smart Cities hätten ja dann keine, oder? Weil es ja alles privatrechtlich geregelt. Achso, die hätten statt der Verfassung hätten die einen Vertrag. Ja? Ja. Und die Rechte, die wir in der Verfassung bekommen, ja, die dann von Leuten wie Herrn Harbert ausgelegt werden, ja, zu unseren Lasten, die würden ersetzt durch die Rechte, die Ihnen im Vertrag gesichert sind. Das kann inhaltsgleich sein. Ja? Recht auf freie Meinungsäußerung und so weiter. Aber der Vorteil ist, dass jeder natürlich muss nicht Verfassungsbeschwerde erheben, die dann in 98% der Fälle abgelehnt wird ohne Begründung, sondern das geht nicht ohne Begründung, weil sie sind ja direkt in ihrem Vertragsverhältnis verletzt oder behaupten das. Sie können dann also vor ein ordentliches Gericht gehen und sagen, Vertragsverletzung hier durch die Firma von Gebel, hier steht drin, freie Meinungsäußerung, und man hat mir da eine Strafzettel geschickt, weil ich das gesagt habe oder sowas. Und das heißt, also das theoretische Schutzniveau ist dasselbe wie in der Verfassung, das faktische ist höher. Aber das Schiedsgericht setzt sich dann wie zusammen oder wie ist das etabliert? Also es gibt verschiedene Modelle. Also zum Beispiel gibt es ja etablierte Schiedsgerichte auf der ganzen Welt, die es schon gibt. Ja? Die sind meistens, also beschäftigen sich mit Wirtschaftsfragen, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, sowas einzurichten. Wir haben so einen Fall jetzt im PLC, das Procura Arbitration Center, wo in Honduras, wo aber Anwälte aus nicht Honduras sind, sondern es sind ehemalige Richter aus den USA, aus Australien, aus Europa, und die sprechen dann recht. So, da kann man sagen, das gibt wenig, aber nicht, dann kann man sogenannte Ad-Hoc-Schiedsgerichtsbarkeit machen. Also wenn man wirklich allen misstraut, und dieses Modell will ich anbieten. Ne? Das heißt, ich bin der Meinung, mein Vertrag ist verletzt worden, ich traue den Schiedsgerichten nicht, die checken mit dem Gebel unter einer Decke. Ne? So, dann mache ich ein Ad-Hoc-Schiedsgericht. Und zwar, wie ich vorhin sagte, ist es so, jede Streitpartei benennt einen Schiedsrichter, und diese beiden Schiedsrichter einigen sich auf einen Vorsitzenden. Und die drei fällen dann das Urteil. Und wie finanzieren Sie sich dann? Die machen das ja auch nicht. Nee, da muss man halt eine Gebühr, Gerichtsgebühr bezahlen. Okay. Anderweise auch. Und dann ist es so, idealerweise so, dass der Verlierer das dann bezahlen muss. Ja? So ist ja in vielen Ländern, dass der Loser pays, so wenn sie berechtigterweise diesen Anspruch gestellt haben, dann muss ich als Gegenpartei dann am Ende auch ihre Kosten bezahlen. Ja. Und Diskussion funktioniert das oder nicht? Das kann man nicht vorhersagen. Mensch kann sich mal in jeder einzelnen Situation so dazu entscheiden. Es kann sein, dass du mit jemandem was machst. Wenn man gleich auf die ersten Projekte irgendwelche Massenvernichtungswaffen draufwirft, dann ist alles kaputt, theoretisch. So, aber diese Frage müssen wir uns jetzt nicht stellen. Ich glaube, wir sind so ein bisschen, also ich fühle mich so ein bisschen, dass eigentlich diese Bewegung in der Tradition des Verfassungsliberalismus des 18. Jahrhunderts stand. Die hatten dann halt eine schöne neue Welt mit Amerika, wo sie 1776 mal ihre Ideen aufschreiben konnten. Die hatten genau dieselben Probleme. Machtzentralisierung, Übergriffigkeit und so weiter. Und die haben halt gesagt, okay, Montesquieu, wir brauchen irgendwie so eine Trennung zwischen Legislative, Exekutive, Jurisdiktion. Wir müssen voneinander unabhängig sein. Wenn wir das alles hätten, heute wären wir, glaube ich, gar nicht in der Situation. Wenn das funktionieren würde, wenn das funktioniert hätte, ja, Verfassung ist geschützt und es gibt drei ganz unterschiedliche Gewalten, die wirklich unabhängig sind und so weiter. Es wurde natürlich in der Implementierung dann schon von Anfang an falsch aufgesetzt, ne? Eben mit der Möglichkeit, dann doch die Verfassung einseitig zu ändern. Gewaltenteilung ist auf föderaler Ebene, auch in der Schweiz, ist ja überhaupt nicht da. Das stimmt ja nicht. Die Legislative bestimmt die Exekutive und die Legislative bestimmt die Jurisdiktion und fertig. Und sind halt aber dieselben Gedanken so. Und jetzt muss man halt daraus lernen, warum ist das eigentlich? Die wollten sicherlich was Gutes, glaube ich schon, oder? Jefferson sicherlich und Co. So, warum ist das fehlgeschlagen? Oder ist es fehlgeschlagen? Hey, die haben über 100, vielleicht sogar 150 Jahre brutal Wohlstand geschaffen und Innovation, und den Menschen geht es so viel besser als damals. Vielleicht waren die eigentlich super erfolgreich. Und jetzt sind wir halt mal wieder an einem Punkt, wo der Machtwahn überhand nimmt, und dann müssen wir jetzt halt dafür sorgen, dass die nächste Stufe kommt. Und ich denke schon, dass eine gewisse Isolierung gegen die Korruption, die wir jetzt gesehen haben in den liberalen Rechtsstaaten der letzten 200 Jahre, eine Isolierung einerseits dadurch, dass ich sage, das Gericht, also Jurisdiktion,
ist einerseits wirklich unabhängig, ist auch extraterritorial, ist auch nicht von der Polizei oder des Militärs, der Exekutive der Jurisdiktion unter Druck setzbar dadurch so leicht. Ja. Die müssen dann schon mit dem Schiff nach London fahren oder was weiß ich, um dort auf das Gericht Macht auszuüben und so. Das ist gut. Die Exekutive braucht es für Eindämmung von Gewalt und so, das ist klar. Aber die Legislative, die wird eigentlich abgeschafft. Das ist eigentlich der Kerngedanke. Ja, es braucht keine Legislative. Es braucht nicht eine Seite, die einseitig ständig Verträge ändert und die andere Seite kann nichts machen. Es braucht Gerichte, die entscheiden, ob so oder so. Und nach dem Common Law kannst du dann auch neue, technologisch getriebene Spezialfälle auf Basis von den Rechtsprinzipien, die im Vertrag stehen, entscheiden. Ja, aber dieses ganze Legal Codex, der irgendwie exponentiell wächst, auch in der Schweiz, nicht exponentiell, aber linear wächst und in den USA ja exponentiell, das brauchst du nicht. Das ist einfach nur Korruption. Ne? Irgendwelche Sonderinteressen werden befördert zulasten Dritter. Weil halt da irgendwelche Lobbyisten irgendwo Geld einwerfen in die Maschine. Das brauchst du alles nicht. Und damit denke ich, bist du der nächste Schritt. Gewaltenteilung in drei, weil es gab ja irgendwie immer schon das und so. Dann hat man sich überlegt, dann müssen wir es nur auftrennen und ein bisschen subsidiär und dezentral organisieren. Jetzt ist der nächste Schritt halt zu sagen, nee, die eine von den drei brauchen wir gar nicht. Und die anderen beiden trennen wir so weit wie möglich. Und idealerweise gibt es halt auch nicht so große Einheiten. Wenn die ganze Welt nachher nur eine Free Private City ist, glaube ich auch, dann wird es nicht so gut funktionieren. Das darf nicht passieren. Genau. Ja, und ich habe das ja auch mehrfach gesagt und geschrieben, ich beanspruche ja nicht, die Weisheit davon gefressen zu haben und jetzt die Endlösung für alle Zeiten zu haben. Ich sage nur, ich möchte ein neues Produkt in den Markt des Zusammenlebens einführen. Und das kann dann Erfolg haben auf die ganze Welt auch schon, wenn es mehr davon gibt. Und automatisch ist es ja ein evolutionärer Prozess. Das heißt, Freiburgwartschaft 1 wird anders sein als Freiburgwartschaft 2. Wir haben es ja noch nie was gesehen. Bei den drei CDs, die es gibt, die sind alle drei komplett unterschiedlich organisiert, was das Rechtssystem angeht. Und da muss man schon sagen, das ist genau das, was wir wollen. Dass wir mehr Systemwettbewerb haben, damit sich daraus dann Erkenntnisse ergeben. Und am Markt setzt sich dann das durch, das ist ja ein revolutionärer Prozess, der funktioniert ja durch Versuch und Irrtum. Durch Selektion, also die es nicht schaffen, die scheiden aus, und Nachahmung, also Reproduktion. Das heißt, man guckt, freie Privatstadt 1, was funktioniert da gut, das übernehmen wir, und dann machen wir aber was anders, oder wir bedienen eine andere Zielgruppe. So, das heißt, es ist hier gar nicht die Idee, dass also die ganze Welt sozusagen eine freie Privatstadt werden soll, sondern es ist doch schön, wenn wir ganz viele verschiedene Modelle haben. Natürlich bin ich der Meinung, dass unser Modell besser funktioniert als irgendwelche Top-Down-Smart-Cities. Aber wissen kann ich es nicht. Und vielleicht wollen die Leute ja ihre gesamte Freiheit abgeben. Ja? Das behauptet ja zumindest das WEF. Ja? Mir gehört nichts und ich bin glücklich. Ja? Von mir aus, also nichts für mich, aber wenn die anderen Leute das wollen, dann ist es ihr gutes Recht. Also es geht nicht darum, alles über einen Kamm zu scheren, sondern es geht eigentlich nur darum, möglichst viele verschiedene Konzepte umzusetzen, damit wir auch mal eine Lernkurve hinkriegen auf dem Markt des Zusammenlebens. Ich meine, diese Weltunion war von vornherein totgeburt, hat aber 70 Jahre gedauert, bis die dann abgewickelt waren. Ja, das war von vornherein verfehltes Konzept, haben wir schon 1924 gemerkt, in der neuen ökonomischen Politik, es ging nicht, als ursprüngliche Idee ging nicht. So, und das, ich meine, das heißt, zwei Generationen haben praktisch ihr Leben verschenkt. Und das sollten wir nicht mehr machen. Für Leute wie uns muss es auch Plätze geben. Das ist das Einzige, was ich wirklich damit anstoßen wollte. Und ich glaube, etwas auch ganz wichtig dazu ist, dass Titus hat ganz am Anfang gesagt, dass er seit 30 Jahren politisch aktiv war und viele liberale Intellektuelle, unter anderem Hayek, soziale Wandel. Man muss auch die Leute beibringen, wie wichtig Freiheit ist. Und wenn die Leute erstmal lernen, wie wichtig Freiheit ist, dann werden sich die Systeme ändern. Aber das hat ja Titus gerade gesagt, es gibt Menschen, die sagen, ich finde cool, wenn ich komplett überwacht werde. Ich finde cool, wenn ich keine Entscheidung treffen muss, sondern dass jemand von oben her sagt, mein Tod habe und sehr. Und das Schöne ist, es gibt so viele Zeit in Verschwendung, wenn man sagt, wir sind Aktivisten, ich möchte jetzt eine liberale Altstadt haben. Das wird sich einfach nicht ergeben, weil das so unfassbar unmöglich ist. Wenn man sagt, okay, wir machen einfach ein System, der anders ist, wo es egal, welche Position man hat, weil man ja nur Verträge hat. Da ist egal, ob die Leute liberal überzeugt sind oder nicht, die Verträge sind gleich und dann kann man diese ganze Energie, die man heutzutage verschwendet, versuchen, die Leute
liberaler zu machen oder freiheitlicher zu machen, kann man woanders strecken. Und ich glaube, das ist etwas, was auch wichtig ist. Ich glaube, das wäre bei Neonwind sehr schwierig sein, dass etwas sich durchsetzt. Weil die Leute, die da einziehen, sind ja nicht überzeugt, dass sie einziehen, weil mehr Freiheit, sondern was soll der Staat machen, ist nur eine Diversifizierung. Also das Ölgeld, das irgendwann vorbei ist, und möchte einfach attraktiver für Unternehmen sein. Aber wenn das vorbei ist, dann haben die keine Anreiz, über die Freiheiten zu gewährleisten, weil die nicht die ursprüngliche Idee ist. Aber dann, Juan, ist natürlich die Situation, dann gibt es schon andere Plätze auf der Welt, die damit konkurrieren. Und dieser Wettbewerb zwingt dann auch Neom sozusagen, einen gewissen Stand, ein gewisses Maß an Freiheit zu gewähren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Dubai ist eine absolute Monarchie, ne? Muss man sagen. Da hat man überhaupt keine Rechte. Ja? Aber der Scheich weiß, der muss den Leuten zumindest wirtschaftliche Freiheit zugestehen, damit es prosperiert. Wenn dann ein Modell wie Neom kommt, was mehr politische Freiheit bietet, dann wird es natürlich auch Druck auf Dubai ausüben, wiederum gewisse Freiheiten zu geben, vielleicht sogar so eine Art Vertrag den Leuten anzubieten. Wir haben ja das Problem, also ich lebe als Deutscher in Monaco, ich habe null Rechte dort. Also alle verwaltungsmäßigen Rechte gelten nicht für mich. Wenn ich aber jetzt als Ausländer in ein anderes Land komme und ich kriege einen Vertrag angeboten, das ist für mich eine enorme Verbesserung meiner Position. Und wenn Dubai sowas machen würde, dann würden sie den Neom-Leuten wieder Leute abziehen und dann müsste Neom vielleicht nachziehen. Und Wettbewerb, allein das ist ja schon, der Wettbewerb als solches ist das einzig bekannte Entmachtungsmittel der Menschheitsgeschichte. Und allein deshalb ist die Vielfalt wichtig. Ich wollte jetzt mal kurz in Ihrem Vortrag auf diesen Kreislauf eingehen, den Sie da erzählt haben. Ich kann dem voll zustimmen, es ist so. Würden Sie dann sagen, dass das deshalb so ist, weil die Leute grundsätzlich bequem sind und sich leichter tun, ihre Freiheiten abzugeben, im Gegenzug dazu, dass sie bequemer sein können und nicht eigenverantwortlich handeln müssen? Ja, und ich glaube, das hat einen evolutionären Grund. Wir sind Herdentiere, das heißt, kann nicht jeder Führer sein. Und das heißt, es haben sich also vielleicht, sagen wir mal, in der Menschheitsgeschichte gab es mal eine Zeit, wo jeder Führer sein wollte. Ja, und dann haben sich, das hat aber nicht funktioniert, weil es da gibt Mord und Totschlag, und dann haben sich eben die vermehrt, die eben einfach folgen. Und das ist so, ja. Wir haben also nach meiner Einschätzung, auch Einschätzung von anderen, 80% der Leute machen alles, in jedes System, jedes. Ja. Und reden sie das auch schön und sagen, es ist alles in Ordnung. Und später haben sie nichts davon gewusst, dass die Juden im KZ vergast wurden und so. So ist es. Ja, also das müssen wir einfach hingehen. Der ganze Kampf, der hier stattfindet, findet nur unter den 20% statt, die echte Ideen haben und denen bestimmte Sachen wirklich missfallen. Und das können wir nicht ändern. Das müssen wir einfach hingehen als evolutionäre Prägung. Natürlich kann man sagen, vielleicht kommt es jetzt mal an ein Ende. Ja? Also Deutschland hat ja quasi jetzt wirklich, wenn man in der DDR gelebt hat, hat man jede Generation alles verloren. Durch den Elitenquatsch. Erster Weltkrieg wäre vermeidbar gewesen, dann die Mega-Inflation, dann der Führer, alle Städte zerbombt, 12 Millionen Leute vertrieben, hat dann die Heimat verloren, dann hat der DDR im Grunde auch wieder sein gesamtes Vermögen verloren und jetzt verlieren wir wieder alles wegen Weltklima. So, und alles Elitenprojekte gewesen. So, und da müssen natürlich sich die Menschen irgendwann mal überlegen, oder ein Teil der 80%, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee, lemminghaft immer irgendwelchen Elitenführern hinterher zu treiben. Aber die Mehrheit ist so konditioniert und deshalb, glaube ich, wird sich das auch nicht ändern. Das heißt, das, was wir hier machen, ist ein Minderheitenprojekt, was aber eine gewisse Ausstrahlungswirkung entfalten kann, wie im Mittelalter die freien Reichsstädte. Wenn man einfach Freiheit gesucht hat, dann ist man abgehauen in so eine freie Reichsstadt und da kommt dieser Spruch nach Jahr und Tag. Der kommt dahin und nach einem Jahr und einem Tag, wenn man Leibeigener vorher war, dann war man frei, wenn man in der Zeit nicht gefunden und gefangen wurde. Die verstecken sich dann ein Jahr und einen Tag in der Stadt und dann blieben sie meistens dann auch dort. Also das ist sicherlich, wir sind sicherlich wieder der Zufluchtsort für die freiheitsliebenden Leute aus ganz verschiedenen Erwägungen. Und da wird man, herzlich willkommen Robert Neff. Ja. Ja, und da wird man, glaube ich, schon
mit rechnen müssen, dass die Mehrheit sowas nicht gut findet und das auch bekämpfen wird. Weil alles, was die Leute nicht verstehen, machen sie verrechtlich. Und damit können wir noch leben, aber wenn wir halt, also wenn wir gesehen haben, wo was passiert ist und was für wirklich dreisten Lügen, ja, die Presseartikel da bestückt sind, dann würden wir irgendwie eingeborene Indigene zu Tausenden vertreiben. Das ist ein komplett unbewohntes Gebiet. Also da muss man schon, da hat man so einen kleinen Vorgeschmack, was kommen wird, wenn sich mal Freikommatscher den größeren Stile durchsetzen. Aber das muss man, da muss man durch. Ja? Also da müssen wir durch. Und wenn es dann mal etabliert ist, dann haben alle kein Problem mehr. Ich hätte noch eine Frage zu Vertragslaufzeiten. Das Kernelement ist ja, dass man einen Vertrag hat und den ich einfach ändern kann. Jetzt als Nutzer nehmen kann, ich kann jederzeit gehen, muss vielleicht gehabt, ich zahle wahrscheinlich im Vornherein für eine gewisse Periode. Ein Jahr. Irgendwie so, genau. Und jetzt auf der anderen Seite, wie sieht dann die Kündigungsfrist aus, wenn Sie sagen, dieses Individuum können wir hier nicht mehr gebrauchen oder vielleicht, wir wollen den Vertrag ändern, das können wir nicht einseitig machen, aber läuft ab, wenn Sie nicht mehr einverstanden sind, gehen Sie, wenn Sie einverstanden sind, wie sieht das aus? Genau, das ist eine gute Frage. Also man würde es so ähnlich machen wie bei der Lebensversicherung. Also Sie können jederzeit raus, aber die Versicherung nur aus schwerwiegendem Grund. Also wenn Sie jetzt Vertragsverletzungen begangen haben, zum Beispiel jetzt nicht den Beitrag nicht gezahlt haben, kriminell geworden sind oder ja, ähnliche Dinge, die dann im Vertrag noch vorher festgelegt sein müssen und die man auch gerichtlich überprüfen lassen kann. Man wird aber vermutlich eine Probezeit vereinbaren. Das heißt, Leute, die man irgendwie als charakterlich persönlich wirklich als Querulanten einschätzt, da würde man dann vielleicht sagen, nee, wollen wir nicht. Oder man merkt, dass jemand in Wahrheit ein Schwerkrimineller ist, hat sich aber verborgen, wurde nicht entdeckt, als solcher erkannt. Aber im Grunde ist ja, wenn ich jederzeit einen Vertrag kündigen könnte als Betreiber mit ihm, dann ist es nicht mehr attraktiv. Ja, weil dann habe ich da auch diese AGB, ja, hier sind die neuen Google-AGBs, akzeptieren oder Kündigung. Ja, nein, also so geht es nicht. Wir können, wie gesagt, die Regeln nicht einseitig ändern und wir können ihn auch nicht einfach ohne Grund kündigen, weil sonst wird das ganze Modell dadurch umgekehrt, aber kein Problem, jederzeit, bis also zum Jahresende kann man durch raus, hat dann eventuell den Beitrag, den man das ganze Jahr bezahlt hat, wenn man jetzt im Oktober rausgeht, dann hat man halt ein paar Monate, die man da drauflegen muss, aber wir reden ja hier nicht von Riesenbeträgen. Mhm. Ein Grund, warum aus meiner Sicht Gesellschaft immer wieder scheitern ist, weil alle drei Gewalten aus dem gleichen Topf finanziert werden. Also wer ist der wirkliche Herrscher? Das meint sich der den Budgetplan macht, den Haushaltsplan und dem die Möglichkeit zu nehmen, Geld zu schöpfen oder vermehrt Steuern einzunehmen, ist natürlich auch ein großer Hebel aus meiner Sicht. Ja, unbedingt. Also, die unterschiedliche Finanzierung der Gewalt ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Und jetzt haben wir die externe Jurisdiktion, ja, die eben nicht von mir finanziert wird. Also es gibt in dem Modell zwei Modelle. Eines sind die internen Gerichte, die von mir finanziert werden, aber nur für die Streitigkeiten der Menschen untereinander. Das heißt, reines Zivilrecht, da gibt es keinen Interessenkonflikt der Richter. Also sagen, die sind jetzt verwandt mit einer der Parteien. Aber in den Konflikten gegen mich, da kann ich nicht meine eigenen von mir bezahlten Gerichte nehmen. Und genau aus dem Grund. Sondern müsste man dann externe gehen, die eben von beiden Parteien bezahlt werden müssen. Und eine Legislative gibt es ja nicht. Also dann bleibt nur noch die Exekutive. Und die Exekutive wird, die kassiert eben Beiträge ein. Sie kann eben nicht einseitig die Steuern erklären. Also ich glaube, dass die Punkte schon, diese zu Recht angesprochenen Finanzierungspunkte, die sind, glaube ich, schon ganz gut beantwortet in dem freien Privatschutzmodell. Ja. Und natürlich auch mit Verschlüsselungstechnologien, was wir aber nicht vergessen dürfen, solange wir jetzt in solchen Systemen mit extrem asymmetrischer Macht oder Drohpotenzialverteilung leben. Ich kann Bitcoin einfach kriminalisieren, da Leute einsperren, die das irgendwie benutzen. Fertig. Und alle zahlen weiterhin Steuern. Ja. Wir sind einfach physische Objekte, wir sind nicht auf die Blockchain zu bringen bislang. Und als solche dann fassbar für solche Akteure, wenn wir nicht sehr mobil sind und so weiter. Und das wäre natürlich dann hier auch die Idee, dass Leute, die halt nicht Lust haben, irgendwie immer jeden Tag oder jedes Jahr die Hälfte vom Arbeit abzugeben, dann eine Zuflucht haben.
Klar, wenn deswegen ergänzt sich das, glaube ich. Das ist sozusagen die Lösung für die physische Welt und Krypto ist die Lösung für die virtuelle Welt. Irgendjemand hat immer das Physische machen wollen, ja. Ist klar. Ja, ja, deshalb ja dieses Modell. Ja, weil die, nur die rein virtuelle, das gab es ja auch solche Konzepte, so Big Nation und so, oder? Wo man sagt, wir machen uns, wir organisieren uns komplett virtuell, wir machen einen virtuellen Staat. Das scheitert eben dann, wie man Felix sagt, das ist ein physischer Wechsel. Wir brauchen einen physisch sicheren Ort. Und deshalb ist diese Idee der Frank-Rutsche entstanden, wo man sagt, okay, das ist ja quasi ein teilsouveränes Gebiet. Also es ist ja so, idealerweise wären das wirklich unabhängige Städte. Das ist aber nicht realistisch in der heutigen Welt. In der heutigen Welt kann man so eine Art Sonderverwaltungszone aushandeln, weil sowas gibt es schon. Und da kann man versuchen, im Laufe der Zeit, auch durch Wettbewerb, den Staat immer mehr Zugeständnisse abzutrotzen, nach dem Motto, es gibt ja schon so viele Sonderwirtschaftszonen, wir müssen jetzt mehr bieten. Und das passiert auch schon. Und da hat man dann zumindest eben diese physische Sicherheit. Dann verlagert sich das ein bisschen aus, wenn wir alle mit Bitcoin bezahlen und Bitcoin wird international verboten von den mächtigen Staaten, dann werden wir uns militärisch unter Druck setzen. Ja? Also das ist auch kein Allheilmittel, was ich da vorschlage, aber wir werden zumindest mal nicht von unserem eigenen Staat drangsaliert und Hausdurchsuchung und was jetzt gerade in Deutschland wieder die ganze Palette von den üblichen Bananenrepublik-Themen da abläuft. Davor haben wir dann Sicherheit immerhin. Ja, und beim Thema Weltpolizei, Weltregierung bin ich extrem optimistisch. Die Leute, die abhängig sind von der Droge Macht, die haben eben keine Lust, sich dann auf jemand anders unterzuordnen. Putin hat keine Lust, an Biden zu rapportieren und Biden hat keine Lust, an Putin zu rapportieren, um es ganz plakativ zu sagen. Deswegen, so eine Weltregierung, ich kann mir wirklich beim besten wirklich vorstellen, erstmal, dass sie entsteht und wenn sie entstanden sein sollte, dass sie irgendwie Bestand hat. Das glaube ich nicht. Es wird immer Machtblöcke geben und seien es nur zwei. Und wenn es schon zwei gibt, dann gibt es den Rissen zwischen diesen Machtblöckchen und plötzlich Mauerblümchen, die entstehen können. Und wahrscheinlich in der jetzigen Zeit werden diese Mauerblümchen riesengroß, Indien, Südamerika, die haben keine Lust auf den Konflikt zwischen NATO und Russland, China, oder? Und da kommen dann halt auch hin. Und ja, dass jetzt eine Weltregierung Bitcoin verbieten kann oder die UNO oder REF. Dafür sind dann auch, wie soll ich sagen, die haben dann ja auch, das ist ein Geschäftsmodell auszubrechen aus dem. Ja, Indien hat ein riesen Geschäftsmodell, wenn irgendwie NATO und Russland, China einen heißen Konflikt kommen oder auch versuchen, was zu vergehen, dann ziehen die halt die Leute, die unternehmerischen Leute an, oder? Die was machen wollen und haben plötzlich dann auch mehr finanzielle und irgendwann noch militärische Macht. Das heißt, dieser negative Machtimpetus, den muss man auch für sich nutzen. So, ja, alles klar. Danke mal für die sehr gute Präsentation und die Diskussionsrunde. Vielleicht nur kurze Zeit für Resümee. Ansonsten würde ich gerne die Truppe zusammenbringen und nach außen begleiten für das Mittagessen. Ja. Alles klar. Vielen Dank.